Einer ist zum Rav gekommen. Quoder Rav, was soll ich machen? Ich habe jetzt Kaffee, es gibt keine Milch. Sagte, schau, der Unterschied zwischen dir und mir. Ich wache in der Früh auf. Ich sage, danke, lieber Gott, dass ich aufgewacht bin. Oder nicht? Nachher sage ich, danke, dass ich die Augen aufgemacht habe, dass ich sehen kann. Die ganze Mikrofon Schacher, 22 Mal sage ich danke. Und dann sage ich, lieber Gott, danke für das heiße Wasser, das es gibt. Danke für den Zucker, das es gibt. Für den Kaffee, das es gibt. Nun, nach all dem, was ich jetzt habe, gibt es keine Milch. Kann man auch überleben, auch ohne der Milch. Das heißt, wenn du siehst, so viel Positives, das du hast, und dann kommt irgendwas Negatives, dann schaust du auch dementsprechend auf das Negative. Einer hat einmal auch beim Rab, oder Rab, schwer, ich habe da, dort Leid und da, von dort kommt jetzt Exekution, von dort habe ich Probleme mit Finanzamt und da hab ich, dort gibt es was Krankheiten und dort hin, her, da, dort, da. Der Rab hat gesagt, okay, er hat genommen einen Becher mit Wasser und hat genommen so Handvoll Salz in den Becher gegeben. Sag, trink, alles wird in Ordnung sein. Quoder Rav. Trink, alles in Ordnung. Er trinkt diesen Becher am Ende. Alles schüttet aus. Quoder Rav, das geht nicht. Das ist voll mit Salz. Sag, komm, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. Die gehen beide gemeinsam hin. Gab es einen großen Bach dort. Er nimmt genauso viel Salz und streut es dort in den Bach. Nimmt einen Becher mit Wasser. Trink. Er trinkt, sagt, und wie war das Wasser? Ah, ist der Bach schon mal hart. Delicious. Moment, was ist der Unterschied? Dort habe ich dir genauso viel Salz gegeben und da habe ich dir auch genauso viel Salz gegeben. Dort hast du alles rausgespuckt und hier, du sagst, ist der Bach schon mal hart. Dort in dem Becher, dort war das ganze Salz war konzentriert in einem Becher und deswegen kann man das nicht trinken. Deine Ohren sollen hören, was dein Mund spricht. Auch du konzentrierst dich nur um dein Leid, um deine Schlechten, um den Salz, den du hast. Zerstreue den Salz ein bisschen. Schau, wie viel Gutes rundherum gibt. Dann wirst du diesen Salz nicht spüren. Obwohl er ist da, du hast den Leid. Aber wenn du dich konzentrierst auf den Leid, dann wirst du wirklich leiden. Aber wenn du rundherum schaust, so viel Gutes, so viel Schönes, das ich von Gott bekomme, dann wirst du auch, wenn es da und dort ein bisschen Leid gibt, ein bisschen diesen Salz gibt, dann wirst du es nicht so, so stark bekommen. Einmal, es war jemand, er hatte gehabt einen, bleiben wir noch bei dem Esel, ja. Einen Esel und der hat gearbeitet wie ein Esel, starker Esel, er war jung und hart gearbeitet, doppelt so viel wie alle anderen Esel. Und deswegen auch sein Herr hat ihn nur belohnt, besseres Futter gegeben und na, heute kannst du dich ein bisschen ausruhen, da gibt es ein bisschen Bonus, ein bisschen Olivenöl auf sein Futter gegeben. Nun mit der Zeit, Leute kommen, Chavalas, man hat ihm immer Bonus gegeben. Mit der Zeit, dieser Esel wird schon ein bisschen älter und schon kommt schwer und ist ein bisschen schwer schon die Last zu tragen. So, kann man nichts machen, jetzt aber der Herr jetzt ist ihm unangenehm, er hat ihm so viel Gutes getan, ihm jetzt einfach so zu töten, kann man nichts machen. Wir gehen beide vorbei und plötzlich gab es eine tiefe Grube und dieser Esel fällt runter. So, sagt jetzt der Herr. Der Herr sagt so, jetzt ist der Bach, das ist ein Zeichen vom Himmel, dieser Esel ist runtergefallen und er von unten schreit, Ia, Ia, hilf mir, bring mich raus. Nikakoi, gibt's nichts. Er hat genommen eine Schaufel von Himmel, ein Zeichen, ich werde jetzt diesen Esel beerdigen. Und er schmeißt und der arme Esel, Ia, 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 und er vergisst nicht, ich war so ein guter Esel für dich. Ich habe so wie ein Esel gearbeitet. Gibt's nichts aus, genug, du bist jetzt zur Last geworden. Und er nimmt Schaufel und will ihn begraben, nimmt Schaufel, begraben. Nach einer kurzen Zeit plötzlich, er sieht den Esel ganz weit oben. Und dieser Esel ist nachher von dieser Grube rausgegangen. Was war? Er schüttet auf den Sand und der Esel schüttet sich, der Sand fällt am Boden, er steigt auf den Sand. Und wiederum, er schmeißt auf den Sand, er schüttet es weg, fällt am Boden, er steigt darauf. Und langsam. Oi,
Genau dieser Sand, diese Erde, die ihn eigentlich begraben sollte, genau das hat ihn gerettet. Und manchmal, wir bekommen auch auf unsere Gesichter geschmissen Sand. Manchmal bekommen wir Tragödien, wir bekommen Probleme, wir bekommen hin, her, da, dort. Du kannst bleiben und weinen. Oh Gewalt, ich bin ein armer Typ, schau wie schlecht es mir geht und schau wie grausam die Welt mir gegenüber ist. Oder du kannst jedes Mal ein bisschen rütteln, tak, tak, und noch ein bisschen aufsteigen. Weil genau diese, der Leid, Jesurin, das ist eigentlich ein Sprungbrett, das dich noch weiterhin erhöht. Das ist das, was dich und jeden einzelnen Menschen aufbaut. Viele Leute, wenn du sie fragst, die gelitten haben, im Nachhinein, die sagen dir, Moment, so schwierig die Zeit war, aber diese Zeit hat mich aufgebaut. Du siehst es bei Leuten, die krank waren. Du siehst es bei Leuten, die finanzielle Probleme gehabt haben, wo sie gedacht haben, oh, es gibt keinen Ausweg. Am Ende ist alles in Ordnung geworden. Aber dann, wenn die zurückschauen, die sagen, psch, diese Zeit, das hat mich aufgebaut. Das hat mich gebracht zu dem, was ich bin.